Auwe, ich hab's ja ehrlich gesagt befürchtet, hatte aber nicht gehofft, dass es schon so früh passiert. Aber jetzt ist es soweit, Part 6 und wir sind ganz auf uns allein gestellt. Denn weder Freaky noch Bodo haben weitergezockt. Und deswegen, tja, muss ich wohl den Storm, ja, den, oder den Strom, je nachdem, wie man es sagen möchte, auf uns alleine gestellt. Das ist jetzt die Dampffalle. Da jagst den Gegner nach oben, ist dann so eine Art, ja, auch verlangsamen Stunnen, weil während die in der Luft sind, können die wahrscheinlich nicht nach oben. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Als ob sie meinen Kopf mit mehr Pfiffigkeit füllen. Oh, ups. Okay, was haben wir denn da jetzt? Wir haben, können die auch da lang gehen? Ich glaube, da gehen die nicht lang, ne? Ne, da gehen die nicht lang. Also, wir haben hier nur einen Platz, wo sie... Ne, wir haben zwei. Die kommen von da auch, ne? Bullshit. Bullshit! Okay, wenn wir hier durch das Portal gehen, kommen wir da drüben hin. Hier ist unser Spalt. Der Weg oben ist wahrscheinlich für mich, um die irgendwie abzuknallen. Also sinnvoll wäre es, wenn wir erst ab hier alles sichern. Weil dann gehen die anderen auch drauf. Außer, die können echt oben lang gehen. Aber dieser Weg zeigt mir an, dass sie es nicht tun werden. Wenn doch, haben wir ein Riesenproblem. Also, machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir haben, wie immer, die Waffe. Alchemieranzen. Dann Giftstachelfalle. Teer. Pfeilwand. Oh, der kostet nur 100 weniger. Nur 100, ne? Das reißt eigentlich echt nicht raus. Ich habe gehofft, dass nur noch 300 oder so kosten, aber das wäre dann wahrscheinlich auch zu einfach. Was ist denn jetzt neu? Diese Dampffalle. Auf dem Boden lässt Gegner im Porsche schweben. Ach, das bringt es doch bestimmt nicht, oder? Ja, dann mache ich eigentlich wieder die Kombination. Bogenschützen und Sänger. Was bist denn du? Scheiße, die Höllenfledermaus. Fliegen die Gegner. Die Bodenfallen nicht auslösen. Fuck, dafür brauche ich jetzt das hier, den Elektroschocker. Oh oh. Prellfluggegner. Oh oh oh, jetzt brauche ich zum ersten Mal den Dachgeschützturm. Oh, das ist nicht schön. Vor allem, weil der so scheiße teuer ist. Okay. Den platzieren wir dann... Boah, das ist ja jetzt echt fraglich. Wo kann ich denn den hinsetzen? Das ist was... Vor allem, guck mal, das geht... Naja, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Dann setze ich den wahrscheinlich hier ganz kurz knapp vor den Spalt. Ah, ich weiß nicht, soll ich es überhaupt machen oder... Hoffe ich, dass ich sie killen kann? Ach, kacke, 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 kacke. Die haben jetzt echt gerade noch gefehlt. Ich vertraue jetzt einfach mal meiner Machenschaft hier. Dich kann ich doch aufheben und besser platzieren, oder? Ja, kann ich. So, dann fangen wir doch hier schon mal an. Werd dann hier noch den hinsetzen und ich werde darauf vertrauen, dass mein Bogenschütze hier einiges reißen wird. Nennt mir ein Ziel. Ja. Und dich setze ich dann noch dahin. Gucken wir mal, was passiert. Sie kommen zuerst von ganz hinten. Das heißt, ich habe rein theoretisch erstmal viel Zeit, die in aller Ruhe schon hier zu killen. Was mir aber überhaupt nicht gelingt. Oh, mein Bogenschütze ist aber auch schon kräftig am werkeln. Oh, guck mal, da können wir ja... Da lassen wir ja kaum einen durch. Das ist ja praktisch. Oh, ich wollte gerade sagen, erste Welle komplett alleine gekillt, aber da kommt doch noch ein bisschen mehr. Ja, zweimal wollte ich es jetzt eigentlich nicht machen, aber... Da oben haben wir auch noch Bogenschützen. Oh, praktisch.
Ui! Cool! Guck mal an, nicht eine Falle wurde aktiviert. Aha. So, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Nee. Oh, da kommt die erste Fluggegner. Und auf die muss ich mich jetzt definitiv konzentrieren, weil ich habe nichts gegen die. Aber die kann ich auch mit einem Headshot töten, ne? So, die werden schon down, guck mal. Oh, da kommen aber noch mehr. Oh, da kommen noch mehr. Okay, dann wird es ein bisschen ätzender. Geil, einmal habe ich... Komm, einfach down, Kopfschuss und dann sind die nämlich gleich down. Das ist echt fair. Aber ich krieg hier selbst so viel Schaden. Boah, das sind ganz schön viele, ey. Gut, was machen meine Fallen? Komm gut. So, ich überlege. Jetzt pass mal auf, wenn die da kommen, dann setze ich. Da und da was hin. Okay, nochmal eine Welle nur von da. Ist ja recht fair, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Huiuiuiui. Ja, das ist absolut effektiv, was ich hier mache. Nein, 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 nein. Ihr beiden bleibt da mal schön fern. Gott sei Dank sind die mit einem Schuss tot, gell? Weil sonst wäre das nicht so schön. Auch wieder neun Wellen. Halt, halt, halt! Okay, läuft soweit. Gute Idee, wie ich das bisher gehandhabt. Jetzt ist halt gehandhabt, hab? Ja, passt schon. jetzt wird's halt bestimmt übel. Das wird kein bisschen wehtun. Deswegen werden wir hier schön vorsorgen. Ach, den Sänger habe ich ja jetzt gar nicht, weil ich mich auf diese anderen Teile da verlassen habe. Dann setze ich jetzt nämlich einfach dieses Ding hier. Schön hier in die Mitte. Und hier kommt der. Oder? Nee. Den mach ich dahin. Und dann werde ich wahrscheinlich auf noch einen Bogenschützen zurückgreifen, der mir jetzt um 4 Gold nicht hinhaut. Gut. Dann wird erstmal gleich einer getötet und dann habe ich nämlich Gold für den. Ich hoffe, einer wurde jetzt von denen gebraten. Irgendwie habe ich das Gefühl, die kriegen da überhaupt gar keinen Schaden. Kann das sein? Na doch, die sind halt nicht instant down. Achtung, jetzt sehen wir es. Tatsache. Hälfte kriegen sie sofort drauf. Echt gar nicht so unpraktisch, muss ich sagen. Scheiße, Bogenschütze down. Gleich wieder einen hinsetzen. Ja, und wenn die anderen auch fein schießen, dann kriegen wir die schon. Passt. Und ich kann mir sogar noch einen hinsetzen und genau das mache ich auch. Die sind mega praktisch. Also die Bogenschützen feiere ich mittlerweile richtig. Die helfen mir richtig. Da hinten ist Energie, die schnappe ich mir schnell. So, jetzt kommen sie aber von beiden Seiten. Jetzt wird's... Oh, nee. Jetzt wird's definitiv übel. Okay.
Da habe ich schon fast alle erwischt, das ist gut. Okay. Das hätte schlimmer kommen können. So, gleich mal hier schön reinwerfen. Jetzt wieder zurücklaufen, damit hier alles in Ordnung ist. Funktioniert aber auch gut. Oh, ihr habt keine Chance, Mann. Ihr habt ja gar keine Chance, ist das schön. Perfekt. Perfekt. Richtig viel Gold. Ich glaube, ich komme hier echt ganz gut weg. Komm, dann setze ich einfach noch mehr von den Dingern. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Na, also bisher muss ich sagen, funktioniert das alles hier recht gut. Oh, die Bogenschützen da drüben machen mir jetzt ein bisschen Angst. Komm, schieß mal auf das Ding. Yes! Oh, das war super geil. Das war ja einfach nur klasse. Na gut, die Bogenschützen da drüben sind noch ein bisschen behindert. Boah, das Fass hat es ja gerade so derbe gebracht. Das ist ja unglaublich. So, wir haben Ruhe. Guck mal. Ach ja, die Toten, die stehen dann auch wieder auf. Boah, jetzt habe ich hier eine Mannschaft am Start. Ist das episch? Ist das episch? So, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Ey, ich glaube... Ah, was mache ich hier? Ich mache hier gerade alles kaputt. Wartet mal kurz. So. Na, warte. Jetzt. Okay. So, habe mich gerade hier ein bisschen verhakt. So, ich habe 3200. Das ist richtig viel. Jetzt frage ich mich echt. Also, das Teer da mittendrin ist auch richtig gut. Ich mache da jetzt einfach noch mehr. Ich habe da so gut wie gar keine Angst mehr. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. So, und was ich dann noch machen kann? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich von nichts mehr Angst. Schau mal an. Da gönne ich mir einfach. Da gönne ich mir noch viel mehr Spaß. Nennt mir eine Richtung. Nennt mir eine Richtung. So. Und dann. Wisst ihr was? Dann mache ich hier nochmal Teer rein. Und dann habe ich sogar noch Cash für eine weitere Falle. Scheiß drauf, ich glaube nicht, dass mir hier noch was passiert. Also das Einzige, vor dem ich wirklich Angst habe, sind die fliegenden Gegner. Boom, und er ist instant down, nice. Also bisher finde ich die fliegenden Viecher echt nicht so schlimm. Boah, da kommen jetzt aber viele, wartet mal. Uiuiui. Uiuiui, kommen da jetzt viele. Aber solange ich dieses Ding habe, solange ich dieses Alchemie-Ding habe, keine Angst. Absolut keine Angst. Okay, die Bogenschützen, die sind nach wie vor ein bisschen nervig. Oh, 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 die sind aber nah jetzt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Was soll ich machen? Headshot. Aber Gott sei Dank kann ich ja recht gut zielen. Warum? Warum haben sie denn einfach getötet, die Schweine? Sollte was sagen? Stell ich halt zwei neue auf. Das müsst ihr euch mal geben. Ich scheiß mir da überhaupt nichts. Ich stelle da einfach neue auf. Ich spare das Geld jetzt noch für die letzte Welle, falls da noch mehr Fliegeviecher kommen, die mir Sorgen bereiten. Bevor da irgendwas passiert, schmeiße ich da gleich mal so ein Ding rein und dann ist es vorbei. Oh, jetzt kommt aber der Ogre. Aber ich sollte auch genug Fallen haben, damit der schnell drauf geht. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf die kleinen Viecher da drüben. Aber wenn von denen viele durchkommen, dann wird's ätzend. Ja, der Ogre kriegt schon auch ganz schön drauf. Der Ogre ist down, er kam nicht weit. Herrlich.
Kampfmagier aller Zeiten. So, und schau, jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Keine Ahnung, mach hier noch einen hin. Und hier. So, da dürfte nichts passieren. In der Luft. Achtung, der wird von dem jetzt getötet, oder? Ja, astrein. Astrein, aber ich behalte die Taktik bei. Ich schmeiß erstmal hier ordentlich was rein. So, der Ogre da hinten, der wird durchkommen. Halt, okay. Nicht mal ansatzweise kommt der durch. Ach, wartet mal. Bei euch mache ich auch hier einfach mal Trick 17. Boah, ich habe so viel Cash und ich gebe es gar nicht aus. Ist das die letzte Welle? Das war schon die letzte Welle, gell? Jetzt sind noch die Fliegeviecher. Da kümmern sich aber die Bogenschützen auch schon drum, oder? So, das machen die von alleine. Noch ein Headshot und das war's. Starkes Ding! Freut mich! Auch das müssten 5... Was nicht? Warum? War ich zu langsam? Okay. Hätte ich in 11 Minuten machen sollen. Uiuiuiui, ich war zu langsam. Das hätte ich jetzt aber echt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich war da jetzt ganz fix. Ja gut, Bestenlisten brauche ich ja nicht mehr kontrollieren, wenn da keiner mitspielt. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, ich hätte das schnell genug gemacht. Naja, macht nichts. Das Level hätten wir geschafft. Ich fand, das war gut gelöst. Aber gut, wenn die sagen, war nicht, dann war es nicht. Das nächste Level ist das Gülleloch. Gülleloch. Und ja, guck mal, da kommen noch einige Level auf uns zu. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein.